Ja, ich mache jetzt so eine kleine Abendrunde und ja. Die süße Rucksack. Und da sind so Sachen halt. Ich könnte auch mal ein Video vielleicht darüber machen, irgendwann mal über die Sammlung. Ja, aber kommen wir jetzt weg von dem Regal und kommen wir rüber zu den Mäusen. Ja, sie liegen jetzt noch hier so alle rum auf dem Bett. Noch von gestern und so. Und jedenfalls liegen sie schon ein bisschen da. Ja, vielleicht gestern oder vorgestern. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall, sie liegen noch hier. Und ja, dann wollte ich mir sie mal ein bisschen hier frisch machen. Oder so, wie auch immer. Also, ich werde sozusagen das Bett halt neu machen, weil das sieht so verkruschelt aus. Ja, frag mich nicht, wie das passiert, aber ja, irgendwie sieht das danach schon irgendwie unordentlich aus. So. Das muss aufgeräumt werden, das kommt zu den Sachen dann hin. Ja, es liegt schon wieder wohin. Wohin liegt das schon wieder? So, die Decke. Aber ich werde jetzt nicht alles mitfilmen. Sondern würde ich sagen, wir spielen uns dann später wieder oder so. Ja. So, die Flasche. Die stelle ich heute hier hin. So. Süß. Ja, sonst die Decke noch ausschütteln. Das kleine Kuscheltier hier. Und die, ja. So, jetzt lege ich erstmal zur Seite. Ja. So, mit der Ecke bin ich schon fertig mit dem Teil hier. Hier sieht so aus halt. Und ja, bei Lotte habe ich das heute so gemacht. Da habe ich das so rumgelegt und nicht so quer. So quer auch so. Und ja, hier sind zwei Kissen halt in die Decke so. Wie so ein Schlafbettchen, so. Das Rand, das hier so. Jupp. Und da ist noch die Emily und das so ein Sofakissen, wo ein großes, da ist ein großes oder ein kleines Kissen und da liegt das noch. Und da ist die Decke einfach noch. Ja. Da ist das Kuscheltier da drüben. Ja. So, ich bin jetzt fast fertig. Ich wollte euch das mal zeigen. Hier mit dieser orangenen Decke und dann hier die Lia obendrauf. Und dann mit dieser Decke, mit der kuscheligen Decke, die pinke da. So. Ja, die Lia hat hier noch ihren süßen Strampler halt an und die Jacke, die passt so gut dazu, habe ich schon mal gesagt. Diese Decke, die ist voll flauschig, wie die auch. Die nutze ich ja als Matratze heute. Ja, da schläft sie heute so in der Mitte so. Ja, auf diesen Decken. Ihn kuschelt hier so im Arm. So, die süße Lotte ist jetzt in ihrem Bettchen, was ich hier neu gemacht habe. Das gefällt ihr auch. Jetzt ist sie auch schon müde und liegt hier so drinnen. So, zu unserer Seite so gerollt. Ja. Also nicht auf dem Bauch und nicht ganz auf dem Rücken. Hier, die Katze liegt da drüben einfach. Und hier liegt halt die Lia mit ihrem Kuscheltier. Und da drüben schläft die Sally. So ist ihr Schlafplatz heute. Von den dreien. Hier ist noch so ein Kissen. Das liegt einfach noch dort, weil es keinen anderen Platz gefunden hat. Naja. Ja, aber jetzt irgendwie.